Schlaue Sachen. Obst und Gemüse. Obst und Gemüse. Obst und Gemüse ist immer ein großes Thema unter den Rohfütterern. Ich weiß nicht, warum man sich da streiten muss, aber sei es drum. Reden wir über Obst und Gemüse. Die, die Obst und Gemüse füttern wollen, müssen und glauben, dass es unglaublich wichtig ist, die argumentieren damit, der Wolf frisst von dem Beutetier auch den Magen und den Mageninhalt mit. Dementsprechend muss da was drin sein, was er braucht. Die anderen sagen, naja, schauen wir uns mal an, was in dem Magen drin ist und dann können wir weiterreden. In dem Magen eines Rehs, eines Hirschs, da sind Blätter drin, der äst, da sind das Baumrinde drin und. Im Magen eines Wildschweins sind Wurzeln drin, sind Tiere drin, sind Eicheln drin. Im Magen eines Kaninchens ist Gras drin, vom Schaf, Gras, von der Ziege, Blätter, Gras und. Das unterscheidet sich also ganz enorm. Und dann müssen wir uns eben überlegen, was bringt es denn dem Wolf, das zu fressen? Zuallererst mal gilt natürlich in der Natur, es wird nichts verschwendet. Wenn es da ist und noch genießbar ist, dann wird es auch gefressen. Katzen machen das nicht, Hunde machen das schon. Und es heißt, wenn der Hirsch, die Ziege, das Schaf gerissen wird und genügend Zeit und Hunger da ist, dann wird auch der Pansen gefressen. Ja, da geht es dem Wolf aber nicht darum, um den Inhalt, sondern eben, dass so viel Nährstoffe wie möglich überhaupt mitgenommen werden. Im Magen transportiert ist am sichersten. Und das heißt, die Karotten, die Zucchini, den Eisbergsalat, die Äpfel und, die ich zu Hause als Hundehalter kleinschnippel, pürier, reibe oder sonst irgendwie klein mache, die bringen dem Hund nichts. Dem Wolf bringen sie auch nichts. Ja, das ist Vitamin C technisch ist es für die Füße. Warum? Weil der Hund Vitamin C selbst synthetisieren kann. Der braucht gar kein Vitamin C von außen, solange er gesund ist. Und je mehr ich ihm von außen zuführe, umso wahrscheinlicher ist sogar, dass der Körper anfängt, es selber nicht mehr zu produzieren. Dementsprechend wären es, wenn überhaupt, dann noch die Kohlenhydrate, über den Zucker zum Beispiel. Das wäre Energie. Das versuchen wir ja über die tierischen Anteile ja aber abzudecken. Und als letztes bleibt dann noch die Möglichkeit, dass wir sagen, mein Hund hat einen relativ weichen Kot, der wiederum dann durch die Faserstoffe, durch die Ballaststoffe etwas fester wird. Da kann man das machen oder eben dann, weil der Hund mit diesen kleinen Mengen, relativ kleinen Mengen an Fleisch dann nicht ganz so klarkommt und, naja, nennen wir es mal Knast hat. Ja, der hat einfach Hunger und da kann man ein bisschen die Fütterungsmenge erhöhen, aber ob es der Hund braucht oder nicht, ist aus meiner Sicht eher ein klares Nein. Solange mein Hund abgedeckt wird über tierische Bestandteile, braucht er die pflanzlichen Bestandteile nicht, sondern die sind ein Goodie.